Jeder Sprung ist jetzt wichtig, um diese knapp 80 Punkte noch wettzumachen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Martin Schmidt immer vor Jana Ahonen springt? Oder ist es wurscht? Da müsste man Martin fragen. Aber dem ist es, glaube ich, egal. Ich glaube auch, dass es relativ egal ist. So, sehr energisch, der Reinhard Hess. Komm, Martin! Das war irre weit. Und warum kann er den Sprung nicht stehen? 219 Meter, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Das halte ich im Kopf nicht aus. 219 Meter. Bitte, Gerd. Hier gibt es gar nichts zu sagen. Er fliegt und fliegt und fliegt. Und jetzt? Und jetzt löst sich vorne die Sicherheitsbindung. Er hat sich so gefreut und hat wahrscheinlich da im Freudentaumel, wir konnten es jetzt wieder nicht genau sehen, ist er unkonzentriert worden und hat wahrscheinlich dann vorne die Bindung ausgelöst. Aber erst trotz des Sturzes ist der Vierter. 219 Meter. Hinter ihm übrigens Luftner von Daniel Schmidt. Welche Kräfte da noch wirken. Und hatten eigentlich sicher gestanden. Und da kommt es so weit in die Rücklage. Dadurch, dass es sich so freut, kommt es so weit in die Rücklage und da löst, wird die Kraft vorne so groß an der Sicherheitsbindung, das ist einfach ärgerlich. Das ist